Universalgenie Leonardo da Vinci. Ist er zu seiner Zeit gescheitert? Hat Hollywood-Diva Hedy Lamarr tatsächlich Bluetooth erfunden? Und wer war Hanaoka Saishu? Eines ist allen drei gemeinsam. Sie waren ihrer Zeit voraus. Die erste Narkose. Hanaoka Saishu. Ein chirurgischer Eingriff in Europa vor 200 Jahren. Kaum anders als im Mittelalter. Operiert wird in Straßenkleidung. Ohne Narkose. Selbst bei Amputationen. Was das bedeutet, weiß Karen Nicholson, Professorin für Wissenschaftsgeschichte in München. Die Patientinnen und Patienten waren bei vollem Bewusstsein. Sie starben an Blutungen, sie starben an Entzündungen, sie starben am Schmerz. Alkohol, Opium oder Kräutermixturen sollen die Schmerzen lindern. Richtig betäuben können sie die Patienten nicht. Es hatte in dem, wie es durchgeführt wurde, durchaus etwas von einer Folter. Sie wurde ja auch nur durchgeführt, wenn es wirklich lebenswichtig war, wenn die Menschen sonst gestorben wären. So hatten sie eine kleine Chance. Aber erleben wollte man das nicht. Ein guter Chirurg muss damals schnell sein. Den Rekord stellt Robert Liston 1846 in London auf. Er braucht nur 25 Sekunden, um ein Bein zu amputieren. Mit Nebenwirkungen. Einem Assistenten schneidet er die Finger ab. Später sterben Patient und Assistent an Wundkrampf. Wenn man einmal den Schnitt gesetzt hatte, dann durfte man nicht zögern, sondern dann musste man weitermachen, egal was der Mensch unter dem Messer tat. 40 Jahre zuvor in der japanischen Provinz Kinokawa. Hier hat der Arzt Hanaoka Saishu seine Praxis. Ausgebildet ist er in westlicher Chirurgie und traditioneller chinesischer Medizin. Er will, dass seine Patienten nicht mehr leiden müssen. Darum experimentiert er mit traditionellen Heilpflanzen, um ein wirksames Betäubungsmittel herzustellen. Hanaoka nutzt vor allen Dingen pflanzliche Mittel, und zwar hochgiftige Pflanzen. Stechapfel und Eisenhut, die können Schmerzen lindern. Und die können auch Menschen bewusstlos machen. Getestet wird zunächst an Tieren. Doch die Dosis, die Hanaoka seinen Katzen verabreicht, wirkt tödlich. Im Jahr 1804 ist Hanaoka soweit. Sein rein pflanzliches Anästhetikum kann er nun Menschen verabreichen. Die ersten, die sich zur Verfügung stellen, sind seine Mutter und seine Ehefrau. Der Überlieferung nach freiwillig. Ob das so freiwillig war, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es eine sehr strenge Geschlechterordnung gab in dieser Zeit, die gesellschaftlich erwartet wurde und wo, wenn es eine Bitte gab vom Mann, sicher die Frau wenig Möglichkeiten hatte, sich dieser Bitte zu entziehen. Das Anästhetikum wirkt, aber mit tragischen Folgen. Als Hanaokas Ehefrau Kei aus der Narkose aufwacht, kann sie nichts sehen. Die Dosis war zu hoch. Sie bleibt blind. Ihr Mann aber geht in die Medizingeschichte ein. Als Pionier der Anästhesie. 1804 gelingt ihm die erste Operation unter Vollnarkose. Eine Brustkrebsbehandlung, bei der die Patientin nichts spürt und darum völlig stillhält. Hanaoka hatte großen Erfolg. Hanaoka konnte auf diese Weise Eingriffe durchführen, die in Europa zu dieser Zeit undenkbar waren. Er konnte Brustkrebs operieren zum Beispiel. Offensichtlich hat er bei über 150 Frauen diese Brustkrebsoperationen durchgeführt. Hanaoka verfasst ein Lehrbuch der Chirurgie. Detailliert beschreibt er in Texten und Bildern die Eingriffe sowie die Zusammensetzung der Narkosemittel.
Das Buch wird ein Klassiker. In Japan. Und zwar nur in Japan. Japan war in dieser Zeit vom internationalen Austausch praktisch abgeschlossen. Es gab eine Einreise- und ein Ausreiseverbot. Was wirklich in Japan geschah, davon wusste man in Europa nur sehr wenig. Dort und im Rest der Welt bleibt Chirurgie eine Folter. Erst 40 Jahre später wird auch in den USA die Anästhesie erfunden. Da haben wir Ärzte, die anfangen, pflanzliche Mittel auszuprobieren, die den Schmerz betäuben können. Und irgendwann haben wir auch chemische Mittel, die eingesetzt werden, wie Lachgas oder Äther, Chloroform. Und das änderte das Geschäft der Operation ganz grundlegend. Der Zahnarzt Horace Wells behauptet, 1844 die erste Narkose durchgeführt zu haben. Eine Ehre, die zwei Jahre später auch William T. Morton für sich beansprucht. Ebenso wie der Arzt Charles Thomas Jackson. Die drei streiten verbissen. Vor Gericht siegt Morton, doch die Prozesskosten ruinieren ihn. Horace Wells wird drogensüchtig und begeht Selbstmord. Charles Jackson endet in der Psychiatrie. In Japan erinnert ein Museum an den wahren Narkosepionier Hanaoka Saishun. Und an seine aufopferungsvolle Ehefrau Kay. Die Diva als Erfinderin, Hedy Lamarr. Ein Skandal. 1933, die erste Nackte in einem internationalen Spielfilm. Ekstase heißt die tschechoslowakisch-österreichische Koproduktion. Hauptrolle? Hedy Lamarr. Sie wird später einen Vorläufer der Bluetooth-Technik erfinden. Hedy Lamarr ist ja eine wirklich interessante Person. Sie kommt aus einem wohlhabenden jüdischen Haus. Sie bekommt eine hervorragende Schulbildung und entscheidet sich dann für die Schauspielerei. Sie ist begabt, sie ist klug, sie ist mutig und sie hat offenbar Lust an der Provokation. Sie lässt sich sehr früh schon nackt filmen. Sie spielt vor der Kamera einen Orgasmus. Der Höhepunkt des Skandalfilms. Unverhohlen weibliche Ekstase. Sowas Unzüchtiges darf niemand sehen, finden damals die Nazis. Es kommt zur Zensur. Der Film wird dann auch in Deutschland verboten. In dieser Hinsicht ist sie vielleicht ihrer Zeit voraus. Als eine sehr ungewöhnliche Frau, die sich eben auch ungewöhnliche Dinge traute und auch zutraute. Mit 24 muss Hedy Lamarr katholisch werden, um den Wiener Industriellen Fritz Mandl zu heiraten. Ein Glamour-Paar. Aber kein glückliches. Hedy zieht die Konsequenz und geht. Dafür gibt es viele gute Gründe. Er war ein furchtbarer Despot, er war eifersüchtig, er verbot ihr die Schauspielerei, also den Beruf. Und er verdiente sein vieles Geld vor allem mit Waffenhandel, mit Nazi-Deutschland. Nach 4 Jahren hatte sie genug, verließ ihren Mann und zog in die Welt. Zog nach Paris, zog nach London. Und schließlich nach Hollywood. Sie wird ein Star. Und für viele ein Vorbild bei Frisuren und Mode. Eine Bilderbuch-Diva wie Marlene Dietrich. Mit anderen Hollywood-Größen hilft sie ab 1941, die Amerikaner auf den Krieg gegen Hitler einzustimmen. Doch Hedy Lamarr kann noch viel mehr. Mit dem Komponisten George Antheil bereitet sie gerade eine Show vor. Die Musik machen 24 Pianolas. Klaviere, die mit Lochstreifen programmiert werden. Damals eine technische Herausforderung. Dort gelang es beiden zusammen, ein Verfahren zu entwickeln.
diese Klavierautomaten zu synchronisieren. Dann haben sie offensichtlich überlegt, was man sonst noch machen kann mit diesem Verfahren. Und 1941 melden sie ein Patent an. Ein Patent, mit dem man aber nicht Klaviere synchronisieren wollte, sondern ferngesteuerte U-Boot-Torpedos. Die Torpedos sollen sich auf stets wechselnden Frequenzen synchronisieren, damit der Feind sie nicht anpeilen kann. Doch dieses Frequenzsprungverfahren verschwindet in den Schubladen. Jahrzehnte später werden solche Frequenzsprünge gebraucht, um Handys und Computer abhörsicher zu verbinden. Bluetooth arbeitet auch damit, aber viel moderner als bei Hedy Lamarr. Wegen ihrer anfangs verlachten Erfindung wird Hedy Lamarr 2014 in die Hall of Fame der US-amerikanischen Erfinderinnen aufgenommen und gilt vielen als Lady Bluetooth. Mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod wird Hedy Lamarr wieder gefeiert und von Hollywood-Star Johnny Depp besungen. Späte Ehrung für eine Hollywood-Diva, die nicht nur schön war. Misstrauisches Universalgenie, Leonardo da Vinci. Er hat das berühmteste Gemälde der Welt gemalt, die Mona Lisa, und gilt als der Inbegriff des Genies. Der uneheliche Sohn des Notars Piero aus dem Dorf Vinci, Leonardo. Leonardo ist vielleicht der beste Künstler, Wissenschaftler, Techniker, Ingenieur seiner Zeit. Wir kennen ihn für seine Gemälde, für die Mona Lisa, für das Abendmahl, aber er hat eben auch Hafenanlagen entwickelt. Er war in der Stadtplanung tätig, er hat kartografiert, er hat höfische Feste organisiert, er stand mitten in der Gesellschaft. Der 1452 geborene Junge beweist früh Neugierde für alles um ihn herum. Ein kreatives Talent. Er hat Glück. Sein Vater bringt ihn nach Florenz, damals das Zentrum der europäischen Kultur. Leonardo wird Lehrling in einer Künstlerwerkstatt. Er lernt Bildhauerei, Malen und Goldschmiedearbeiten. Leonardos Wissensdurst kennt keine Grenzen. Er will wissen, wie alles funktioniert, auch der menschliche Körper. Streng verboten im christlichen Abendland des 15. Jahrhunderts, das Sezieren von Leichen. Leonardo zeichnet exakt nach, was er sieht. Seine anatomischen Studien, damals Weltklasse, noch heute beeindruckend. Gleiches gilt für seine Charakterstudien lebendiger Menschen. Unermüdlich zeichnet Leonardo alles auf. Beobachtungen, Ideen und Skizzen füllen unzählige Notizbücher. Zu Hause, in seinem Atelier, überträgt er viele seiner Notizen auf große Papierbögen, wie sie damals für Atlanten genutzt werden. Es ist die Geburt des legendären Codex Atlanticus. Da gibt es wirklich alles Mögliche. Da gibt es die berühmten Flugmaschinen mit diesen Flügeln, die an Flugsaurier erinnern. Da gibt es Riesenarmbrüste auf Rädern. Da gibt es Tauchanzüge für Unterwasserkämpfe. Es gibt so etwas wie ein Fahrrad, ein Roboter. Waren das Erfindungen? Es waren Entwürfe. Leonardo hat einen unglaublichen Schatz an Manuskripten hinterlassen, wahrscheinlich insgesamt 20.000 Seiten. Das meiste geht nach seinem Tod verloren. Nur etwa 7000 Bögen sind erhalten und regen immer noch die Fantasie an. Etwa seine Überlegungen für eine Luftschraube, ein Vorläufer des heutigen Hubschraubers. Bei diesen Konstruktionen hat er wahrscheinlich nichts davon wirklich umgesetzt. Nichts davon wurde jemals konstruiert. Zum Teil gab es auch Fehler, Denkfehler, Konstruktionsfehler, das wäre gar nicht gegangen. Zum Teil fehlte ihm wahrscheinlich einfach das Geld und auch die Zeit. Zum Glück werden auch die Kriegsmaschinen nicht gebaut, die Leonardo ab 1482 nacheinander für verschiedene absolutistische Herrscher entwirft. Darunter Kanonen mit Streumunition. Und es gibt noch eine dunkle Seite des Leonardo.
rätselhafte Texte über Tod und Zerstörung. Prophezeiungen. Aus der Erde wird etwas kommen, das mit seinem schrecklichen Gebrüll die Nächststehenden betäuben, die Menschen töten und die Städte und Burgen zerstören wird. Aus dem Kleinen wird etwas hervorgehen, was sich rasch vergrößern wird, und es wird nichts schonen, was da geschaffen ist. Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Es gibt ja unterschiedliche Weisen, wie man über die Zukunft sprechen kann. Die eine Variante, das ist die Prophezeiung. Das ist im besten Fall eine göttliche Eingebung oder eine Erleuchtung. Und im schlechtesten Fall ist es ausgedacht. Und das andere ist, dass man wirklich sich beschäftigt mit den Möglichkeiten der Zeit. Wie Leonardo das sicher tat, er kannte die Prinzipien der Getriebe, er kannte die Möglichkeiten der Mechanik, mit der er sich sehr beschäftigte. Und dann versucht man voranzudenken, was könnte hier in Zukunft möglich sein. Leonardo ist ebenso genial wie misstrauisch. Für die Wissenschafts- und Technikgeschichte bleiben seine Ideen fast wirkungslos. Er hat dies alles für sich behalten, soweit wir wissen. Er hat diese ganzen Aufzeichnungen und Skizzen gesammelt. Wir haben Hinweise darauf, dass er eigentlich etwas publizieren wollte. Dafür lernte er auch Latein. Aber dazu kam es nie. Selbst die Mona Lisa gibt der Meister nie aus der Hand. Der große Leonardo, er bleibt so rätselhaft wie das berühmte Lächeln. Welche verkannten Pioniere kennt ihr noch? Schreibt es in die Kommentare und abonniert unseren Kanal.